im Zirkus. Treten Sie näher, meine Herrschaften, nur hereinspaziert. Seien Sie willkommen im Zirkus Ambulante Pflege. Lassen Sie sich überraschen von den Attraktionen, die unser Pflegedienst Ihnen zu bieten hat. Genießen Sie Ihren Lebensabend, indem Sie sich von den Sensationen, die unsere Pflegeartistinnen für Sie bereithalten, überraschen lassen. Kommen Sie nur herein, es ist noch genügend Platz. Die Privaten darf ich hinauf in die Logen bitten. Die Kassenpatienten nehmen auf den Rängen Platz. In wenigen Minuten beginnt die Vorstellung. Und schon geht es los mit der bezaubernden Schwester Sonja, einer Akrobatin, wie die Welt sie noch keine gesehen hat. Sie beginnt ihre Darbietung mit einigen gewagten Luftsprüngen und obwohl sie sich mehrmals überschlägt vor Eifer, landet sie doch wieder sicher auf beiden Beinen. Leichtfüßig absolviert sie ihre Pflegekür, als wäre sie schwerelos. Sie zeigt uns mehrere Ganzkörperwäschen, Wundversorgungen und auch einige kühne Transfers hat sie im Programm. Dies alles geschieht in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Man ist kaum in der Lage, diesen Wirbelwind im Auge zu behalten. Abschließend zeigt sie uns den Spagat zwischen Mitmenschlichkeit und Management. Eine glänzende Darbietung, die ihren Applaus wirklich verdient hat. Nun folgt eine Nummer auf dem Drahtseil. Ich bitte hier um äußerste Ruhe, um die Konzentration der Künstlerin nicht zu stören. Weit oben unter der Zirkuskuppel wird sie den Balanceakt zwischen Pflege im Minutentakt und Wahrung der Menschenwürde wagen. Ob es ihr wohl gelingen mag? Bitte beachten Sie, alle Darbietungen sind ohne Netz und doppelten Boden. Alles echt und authentisch, mit vollem Risiko. Diese Ausnahmeartistin bewegt sich mit traumwandlerischer Sicherheit dort oben über unseren Köpfen. Sie beherrscht ihr Fach. Das sieht man auf den ersten Blick. Aber was? Was ist das? Mitten auf dem Seil erhält sie einen Anruf auf dem Bereitschaftshandy. Um Himmels Willen, wird sie das Gleichgewicht halten können? Oder hat der unvorhergesehene Zwischenfall sie aus dem Konzept gebracht? Das ist Nervenkitzel pur. Ich sehe, einigen unter Ihnen steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Andere halten sich in banger Erwartung die Augen zu. Aber nein, Sie können aufatmen. Souverän meistert sie die Situation und bringt ihre Vorstellung in gewohnter Weise zu Ende. Und wieder bitte ich Sie um Applaus für diesen Star am Pflegehimmel, dem sicher noch eine glänzende Karriere bevorsteht. Schon geht es weiter. Eine Sensation jagt die andere. Erleben Sie nun Sieglinde und Joy, die Sie in die Welt der Magie entführen werden. Die beiden lassen nun vor ihren Augen Pflegeprobleme verschwinden und schütteln anschließend Ressourcen aus dem Ärmel, dass sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Atemberaubend, wie leicht ihnen diese Zaubertricks gelingen und wie elegant und strahlend diese beiden Damen auftreten. Man sieht ihnen die Anstrengung und Mühe gar nicht an, die es sicher gekostet hat, diese Wunder zu vollbringen. Vielen herzlichen Dank an Sieglinde und Joy. Danke, danke, ihr wart wunderbar, sprichwörtlich bezaubernd. Liebes, verehrtes Publikum, es geht weiter ohne Pause. Denn dafür haben wir unsere Künstlerinnen wirklich keine Zeit. Das Programm soll schließlich im vorgegebenen Rahmen zu Ende gebracht werden. Daher bitte ich Sie, etwaige körperliche Bedürfnisse noch etwas aufzuschieben, um den reibungslosen Ablauf des Abends nicht zu gefährden. Die nächste Attraktion zeigt Ihnen die noch blutjunge Nicole, eine Kontorsionistin mit Weltformat. Sehen Sie, wie sie sich schlangenartig windet, ihren Körper in Positionen zwingt, die für normale Menschen gar nicht möglich sind. So findet sie selbst in winzigsten Bädern Platz und nutzt ihre Beweglichkeit zur Pflege ihrer Kunden. Man ist geneigt zu glauben, sie habe überhaupt kein Rückgrat.
Aber das stimmt natürlich nicht. Das, was wir hier sehen, ist das Ergebnis von jahrelangem hartem Training und dem absoluten Willen zum Erfolg. Nun, meine Damen und Herren, sehen Sie zum Abschluss noch unsere weltberühmte Pflegepyramide. Und schon laufen Sie ein, unsere Stützen der Gesellschaft kräftig. Mit breitem Rücken und unendlicher Geduld bilden Sie den Grundsockel der Pyramide. Alles altgediente Schwestern mit viel Erfahrung und ruhiger Hand, die sich nicht so schnell aus der Fassung bringen lassen. Daneben macht sich schon die zweite und dritte Reihe bereit. Junges, frisch examiniertes Pflegepersonal mit viel Optimismus und Leistungsbereitschaft. Hoch motiviert besteigen sie die breiten Schultern ihrer Kolleginnen im festen Vertrauen, dass sie gehalten und gestützt werden. Eine fröhliche junge Schar, die gute Laune und Frohsinn verbreitet. Schon erklimmen die nächsten Protagonisten ihre Plätze in der vierten Reihe. Das sind die Minijobber, die nach ihrer Familienpause versuchen, wieder Anschluss im Pflegegeschäft zu finden. Ihre Ausstrahlung wirkt noch etwas unsicher und ihr Auftreten bringt auch tatsächlich das empfindliche Gebäude etwas ins Wanken. Aber nein, keine Angst, sie werden getragen von ihren Kolleginnen, die ausgleichend ins Geschehen eingreifen. Nach einer kurzen Phase der Gewöhnung tritt wieder Ruhe ein und die Pyramide steht sicher und gefestigt vor unseren Augen. Doch schon rückt die Gruppe an, welche die Spitze bilden wird. Die Pflegedienstleiter, Verwaltungsangestellten und Vertreter aus Politik und Wissenschaft machen sich daran, ihre Spitzenpositionen einzunehmen. Sie schleppen einen dicken Packen Dienstverordnungen und schwerwiegende Einsparmaßnahmen mit sich und wollen diese doch tatsächlich mit hinauf an die Spitze der Pyramide wuchten. Wir sehen nun bei den Pflegekräften fragende, ungläubige Mienen. Ein Raunen geht durch die Reihen. Und da, was ist denn das? Während die Leitung mit dem unnötigen Ballast nach unten rücksichtslos tretend durch die Reihen nach oben steigt, verlassen unten in der ersten Reihe einige kopfschüttelnd ihre Plätze. Unglaublich. Hierdurch entstehen große Lücken und das ganze Gefüge kommt stark ins Schwanken. Oh Gott, es sieht aus, als würde die Pyramide zusammenbrechen. Aber die Verbliebenen kämpfen verbissen, nehmen die ganze Last auf ihre Schultern und setzen damit ihre Gesundheit aufs Spiel. Diese enorme Leistung für diesen, wie wir alle wissen, doch recht kargen Lohn. Woher nehmen diese Menschen nur die Kraft? Und jetzt, ja jetzt, es sieht so aus, als hätten sie es geschafft. Es ist ein Wunder. Die Pyramide steht wieder so fest, als könne sie allen Gesundheitsreformen trotzen. Eine ganz große Leistung, die nun wirklich unsere Anerkennung und Respekt verdient. Deshalb bitte ich Sie um einen extra großen Applaus für unsere Stars aus dem Zirkus Ambulante Pflege.